Zu den berühmten Weinorten an der Mittelmosel zwischen Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach zählt Zeltingen. Die besten Lagen an den Hängen am Fuß des Hunsrücker Idawaldes haben solch bekannte Namen wie Sonnenuhr und Himmelreich. Vom Weinbau leben in Zeltingen heute rund 50 Winzereien, die auf den günstigen Flurstücken zwischen dem Moselufer und den waldbekrönten Höhen nahezu eine Viertelmillion Weinstöcke kultivieren. Zu den wichtigsten Berufen im Zusammenhang mit der Winzerei gehörten früher die Fassbinder oder Küfer. In Zeltingen blieb eine Werkstatt erhalten, in der die verschiedenartigen aus Eichenholzdauben gefügten Gebinde noch nach überliefertem handwerklichem Verfahren gefertigt werden. Der Küfermeister hat hier mit der Herstellung einer sogenannten Stitze oder Stütz begonnen. Das ist eine 8 Liter fassende Weinkanne, die man im Keller brauchte, zum Beispiel um den Füllwein auf die Gärfässer zu verteilen. Mit Spalteisen und Schlegel werden zunächst kurze Eichenscheite zu schmalen Klaftern aufgerissen. Das Schlaginstrument besteht aus einer ausgedehnten Wagenradnarbe, in deren Achsenloch der Stiel eingesteckt ist. Die Spalthölzer, die in größerer Anzahl bereit liegen, sind das Ausgangsmaterial für die Dauben, aus denen die Wandung der Weinkanne zusammengefügt werden soll. Durch das Aufspalten in Faserrichtung erreichen sie die erforderliche Zähigkeit für das Biegen nach der vorgesehenen Wölbung des bauchigen Gefäßes. Die Rohdauben zeigen an der Rindenkante noch den hellen und weichen Splint, der mit dem Küferbeil entfernt wird, sodass nur das dunklere Kernholz übrig bleibt. Im gleichen Arbeitsgang dünnt der Küfer eine Breitseite in der Mitte leicht aus, während er auf der anderen die Enden beschlägt. So kann bereits die Bauchkrümmung vorbereitet werden. Neben dem Haublock ist die Schneidbank bereitgestellt. Auf dem Universalgerät für die Holzbearbeitung, das früher in keinem Winzer- oder Bauernbetrieb fehlte, glättet der Küfer mit dem Ziehmesser die raufaserigen Flächen. Mit einer eisernen Hebelstange, die unten mit den Füßen angetreten wird, klemmt er oben das Werkstück in Brusthöhe fest. Zur Herstellung der Dauben wählte man immer bestes, astfreies Eichenstammholz, das für die verschiedenen Gebinde auf Länge geschnitten, in Scheite aufgerissen und vor der Verarbeitung in der Regel 3 Jahre lang auf hochgeschichteten Stapeln getrocknet wurde. Wenn die Hölzer gehörig geglättet sind, kann man sie nach dem Umriss des Lenkscheides zurichten. Für jedes Gefäß fertigt sich der Küfer nach Größe und Spitzung eine derartige Musterdaube an, deren Abmessungen er auf die übrigen überträgt. Alle Hölzer, die zur Wandung eines Gebindes zusammengefügt werden sollen, müssen in ihrer Länge übereinstimmen. Die überstehenden Enden werden daher genau nach Maß abgeschnitten. Als Spitzung bezeichnet man das Breitenverhältnis zwischen der Daubenmitte und den beiden Köpfen.
den aufgezeichneten Linien wird das Holz an den Schmalseiten auf dem Haublock heruntergeschlagen. Auch das Maß der Verjüngung, aus der sich die bauchige, oben und unten verengte Form der Kanne ergibt, ist für alle Dauben die gleiche. Dadurch ist gewährleistet, dass sich die Wandungshölzer beim Auftreiben der Bindereifen eng aneinander schmiegen und dass die von oben und unten aufgebrachten Reifen ihren unverrückbar festen Sitz erlangen. In ihrer Breite können sich die Dauben unterscheiden, so wie sie sich aus den Spalthölzern ergeben. Nach der groben Zurichtung im Freien schließt sich in der Werkstatt die Feinbearbeitung an. Der Ablauf der Fertigung ist bei allen geküferten Behältern in den einzelnen Arbeitsstufen derselbe. Gleich viel, ob es sich um große Fassgebinde handelt oder um offene Bütten, für die die Dauben nur am unteren Ende zugespitzt werden müssen. Nach der Krümmung des Daubenmodells wird zunächst die Rundung der Außenseite bestimmt. Für jedes Gebinde gibt es ein eigenes Modell, das mit dem langen Schenkel die Kreislinie des Gefäßes und mit dem kurzen den Fügewinkel der Daubenkanten anzeigt. Die Rundung wird auf der Hobelbank mit dem Streifhobel ausgeformt und immer wieder überprüft. Auf dem Fügeblock, einem großen, abwärts geneigten Hobelgestell aus glattem Kirschholz, werden anschließend die Daubenkanten bearbeitet. Die vollkommen ebene Bahn misst nahezu 2 Meter, sodass man auf ihr auch die langen Dauben für die Fuder und Stückfässer abstreifen kann. Die Hölzer werden mit ihren Kanten über das scharfe Hobelmesser geführt, das in der Mitte des Fügeblocks angebracht ist. Die präzise, winkelgerechte Ausbildung beider Schmalseiten ist entscheidend dafür, dass sich die Daubenfugen in der Rundung des Gefäßes dicht aneinander schließen. Darum muss beim Fügen auf dem Fügeblock mit größter Sorgfalt gearbeitet werden. Wenn der Kantenwinkel an irgendeiner Stelle nicht stimmt, ergäbe sich später ein Leck in der Kanne, durch das der Wein ausrinnen könnte. Jede Daube wird mit dem Modell mehrmals überprüft und, wenn nötig, nachgerichtet, bevor sie aus der Hand gelegt werden kann. Bei der Spitzung der Wandhölzer, die wegen der Rundung des Gefäßkörpers in leicht gebogenen Linien verläuft, ist es schwierig, den gleichen Fügewinkel auf der ganzen Länge der Schmalseiten zu erreichen. Für die letzte Bearbeitung müssen die fast fertigen Stücke nochmals auf die Werkbank gebracht werden. Hier ist der Streifhobel mit dem vorgewölbten Profil bereits zurechtgelegt, mit dem der Küfer zum Schluss die Innenseite der eingespannten Hölzer auf ganzer Länge auskehlt. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass sich beim Zusammenfügen auch die Höhlung der Kanne ebenmäßig rundet. Damit ist bereits der folgende Arbeitsgang angesprochen. Wenn die erforderliche Anzahl fertig zugerichteter Dauben bereit liegt, kann auf dem Fußboden mit Hilfe des Setzreifens aufgesetzt werden. Die Stelle muss sauber sein, weil verhindert werden soll, dass Fremdkörper in die Fugen geraten. Aufsetzen heißt, alle Dauben mit ihren oberen Enden zum kreisförmigen Hohlkörper zusammenstellen. Dabei wird die erste mit einer Schraubzwinge auf der Innenseite des Setzreifens festgeklemmt.
Sie gibt den übrigen Dauben, die der Küfer nun nacheinander rechts herum anlegt und mit einer Hand zusammenhält, die erforderliche Stütze. Da sich die Fügekanten der oberen Spitzung am Reifen entlang eng aneinander schmiegen, halten sich die Hölzer schließlich gegenseitig fest. Wenn der Kreis vollgestellt ist, der etwa der Kannenöffnung entspricht, kann die Zwinge entfernt werden. Beim Niederschieben des Reifens schließt sich die Rundung bis zum Bauch der Dauben, die unten noch auseinanderstehen. Der offene Hohlkörper, der zur Sicherung mit weiteren Reifen umspannt wird, heißt in der Küfersprache Zarge und lässt die spätere Form schon erkennen. Bei den weiteren Verrichtungen kommt es darauf an, das provisorische Daubengebinde auch am unteren Ende zusammenzuziehen, sodass eine geschlossene Wandung entsteht. Zuvor muss das spröde Eichenholz durch Einwirkung von Hitze biegsam gemacht werden. Aus diesem Grund kommt die Zarge in einen Kessel mit ein wenig kochendem Wasser, das den erforderlichen heißen Dampf entwickelt. Größere Küfergebinde, wie Fuderfässer, die man nicht einfach kochen kann, werden zum Daubenbinden vorbereitet, indem man die Zarge über ein offenes Feuer stülpt und mit Wasser bespritzt. Während der Kochzeit von etwa 2 Stunden nimmt sich der Küfer eine andere Arbeit vor. Auf der Werkbank ist ein Amboss montiert, auf dem er ein Stück Bandeisen zum Reifen formt. Mit den Schlägen wird das Eisen an einer Kante auseinandergetrieben, sodass sich mit der Krümmung zugleich die konische Erweiterung ergibt. Die Rundung verstärkt sich, wenn man das Band unter Hammerschlägen an der Schmalseite einer Eisenplatte entlang führt. Jeder Reifen muss für die Stelle des Gebindes, an der er sitzen soll, gesondert eingemessen werden. Dieser ist für den Hals einer nahezu fertiggestellten Stütze vorgesehen. Wenn das Maß aufgetragen ist, legt der Küfer die beiden Enden des Bandes in der Markierung übereinander, um auf dem Locheisen die Nietlöcher zu schlagen. Hierzu benutzt er den spitzen Dörner, der beide Bänder an der gleichen Stelle durchbohren muss. Abschließend wird der Stift zum Vernieten des fertigen Bindereifens eingesetzt. Die Kannenzarge im Wasserkessel hat inzwischen lange genug gekocht. An der Seite, mit der sie den Boden berührte, ist sie sogar leicht angebrannt. Nun können die aufstehenden Daubenenden zusammengebogen werden, ohne dass die Hölzer zerbrechen. Der Küfer nimmt hierfür den sogenannten Fasszug zu Hilfe, dessen Drahtschlinge, die sich beim Andrehen verengt, das offene Ende der Zarge umschließt. Sobald die Dauben in ihren Spitzungen und Fügewinkeln einander fast berühren, versucht der Küfer, den ersten, besonders engen Bindereifen aufzusetzen. Wenn er nicht passt, muss der Fasszug nachgespannt werden. Nun kann man den Setzreifen, der die zusammengebrachten Daubenköpfe festhalten soll, mit dem Hammer vortreiben. Wenn er bündig sitzt, löst der Küfer die Seilschlinge des Fasszugs, sodass die geschlossene Zarge frei wird.
Die zusätzlichen Reifen, die nun übergezogen werden, haben wie der erste die Aufgabe, den Hohlkörper noch fester zusammenzufügen. Beim Vortreiben mit dem Setzhammer und Schlaghammer schließen sich die Dauben fugendicht aneinander. Auch am entgegengesetzten Ende werden die anfangs aufgebrachten Arbeitsreifen noch einmal nachgezogen. Ohne die Bauchwölbung, die durch Hammerschläge geschmeidig gemacht wird, wäre ein dichter Fugenschluss kaum erreichbar. Bei den geküferten Bütten und Zubern, die sich an der Unterseite verengen, erfüllt die ausladende Form den gleichen Zweck. Wenn die Kannenzarge festgefügt ist, wird zunächst das untere Ende mit dem Hobel gleich gemacht. Dann schneidet der Küfer mit dem Gargel- oder Gurgelreißer die Nute ein, in die der Boden der Weinkanne eingesetzt werden soll. Es ist schwierig, die Haltevorrichtung für einen runden Hohlkörper auf der Werkbank so herzurichten, dass dieser unverrückbar fest liegt. Um den Gargelriss für den Kannenboden rundum anbringen zu können, richtet sich der Küfer eine bessere Arretierung her. Die Rille für den Kannenboden verläuft 3 cm oberhalb der Kante, sodass ein genügend großer Rand für den Fuß verbleibt. Der Boden, der nach dem 6-mal aufgehenden Zirkelstichmaß hergerichtet ist, kann eingesetzt werden, wenn die unteren Reifen weggenommen sind. Dann lassen sich die gekrümmten Dauben weit genug auseinanderbiegen. Wenn der unterste Setzreifen wieder aufgezogen und festgeschlagen ist, befördert der Küfer den Boden der Stütze mit einem Stößel in den Gargelriss. Bei den Gebinden, in denen der Wein längere Zeit liegen sollte, musste noch eine Dichtung aus getrocknetem Sumpfrohrbast in die Bodenrille eingebracht werden. Auf die unten abgeschlossene Stütze kann der Küfer nun statt der Setzreifen die endgültigen, vorher angemessenen Bindereifen aufbringen. Sie werden mit den Schlaggeräten so stramm angetrieben, dass sich die Fugen der Dauben dicht schließen. Auch am Kannenhals werden die provisorischen Arbeitsreifen nun entfernt und durch neue ersetzt. Der Küfer prüft zunächst lediglich die Passform und den rechten Sitz der beiden Randreifen und der beiden Bauchreifen. Wenn die Kanne fachgerecht gebunden ist, müssen zunächst die mittleren Reifen wieder heruntergenommen werden, um die Arbeitsspuren auf der Gefäßwandung beseitigen zu können. Zum Putzen der Dauben benutzt der Küfer einen Hobel, mit dem sich dünne Späne von der Oberseite des Holzes abschälen lassen. Der Gefäßkörper wird dabei im Schraubstock der Werkbank festgezwängt. Beim Putzen
tritt die charakteristische Maserung des Eichenholzes hervor. Während die großen Küfergebinde, zu denen früher die Mostbütten und die Gär- oder Reifefässer gehörten, meist von industriell gefertigten Großbehältern abgelöst wurden, hat sich für die Kleingefäße ein neuer Kundenkreis von Liebhabern handwerklicher Erzeugnisse aufgetan. Weinstitzen, Butterfässer oder Eimer, die heute noch in Zeltingen hergestellt werden, dienen nicht mehr dem eigentlichen Zweck. Sie haben als Pflanzkübel, Blumenvasen oder Schirmständer eine neue Verwendung gefunden.